Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer 2 mit dem Gecko Climber. Wir sind in der letzten Folge mit Simon hier in der Magiewelt gelandet. Und während er jetzt hier anfängt zu jonglieren, müssen wir uns überlegen, wie wir jetzt hier weiterkommen können. Ja, wir haben schon geguckt, wie es mit dem neuen Hofzauberer ausschaut. Ins Schloss kommen wir mal nicht rein, deshalb gehen wir nochmal kurz zu Calypso und schauen mal, was der noch so für uns hat. Vielleicht kann er uns ja helfen. Hey, Calypso, alte Socke. Was meinst du? Hi. Wie kommst du voran? Bescheiden? Ja, der Spruch ist gut. Oh, ich bin über den Berg. Von nun an geht's bergab. Hast du das Bett voll schon gefunden? Schön wär's. Ah. Nein, aber ich bin mittlerweile ziemlich gut darin, Leute zu beleidigen. Ja. Oh, gut. Ich bin sicher, du wirst am Ende triumphieren. Ja, vorher wird es schwierig aussehen. Hast du irgendwelche Hinweise für mich? Nein, ich fürchte nicht. Dennoch, wenn du in deinen Körper hineinhorchst und... Vergiss es, okay? Ich habe dich nach einem Hinweis gefragt und nicht nach dem Weihnachtsmann. Sehr gut, tapferer Wanderer. Und mögen dich Weisheit und Mut... Bei dem ist Reden zwecklos. Ja. Und möge die Macht mit dir sein und so. Okay, wen haben wir hier? Alex. Die kennen wir doch nicht. Hi. Hallo. Hallo. So, okay. Fangen wir doch einfach mal an. Machen wir ein bisschen Smalltalk. Einfach mal so, weil wir es können. Du bist die Enkeltochter dieses Gruftis, stimmt's? Ich bin Alex. Großvater hat mir so viel von dir erzählt. Echt? Der ist flach. Also, Simon, kannst du auch irgendwo nett sein? Nö. Ach, nee. Hat er dir gesagt, dass ich Gemüsehändler bin, mit einem speziellen Interesse an... Er sagte mir nicht, dass du so ein Flegel bist. Oh, ich wärme mich gerade erst auf. Oh, lass mich in Ruhe. Simon, das können wir doch besser. Wenn ich sagen würde, dass du einen wundervollen Körper hast, dann würde ich vor lauter Lügen rot werden. Lass mich in Ruhe. Ah, Simon. Oh, wir haben einen Baseballschläger. Können wir den denn einsacken? Kann ich das hier mitnehmen? Natürlich. Ja, man weiß nie, ob man nicht mal einen Baseballschläger gebrauchen kann. Obwohl, das war ja bei, Dingens, wie heißt's? Bei Flight of the Amazon Queen war das ja so ein bekannter Rot... Oh, ein Farbstoff? Was ist denn das für ein Farbstoff? Grasgrün. Ich mag diese Farbe nicht. Können wir sie vielleicht trotzdem einsacken? Kann ich das hier mitnehmen? Natürlich. So, jetzt haben wir Farbstoff und einen Baseballschläger. Was bringt uns das? So, da ist immer noch der Wandschrank. Können wir den aufmachen? Mal reingucken, vielleicht geht ja was. Vielleicht haben wir ja was drin vergessen und so. Es gibt keinen Grund dafür, solange ich nicht das Bett voll habe. Ja, vielleicht haben wir ja was drin vergessen oder der Soliton da was mit reingepackt oder was auch immer. Was sagt er, wenn wir uns die Alex angucken? Calypsos Enkeltochter. Ach, mehr sagt er dann nicht? Er liest ein Buch. Okay. Ich will jetzt noch wissen, ob er nochmal was anderes sagt, wenn wir mit ihr reden. Hi. Lass mich bitte in Ruhe. Ich mag dich nicht. Ist es nicht schwierig, mit solch einem Ballast gerade zu laufen? Verschwinde! Hey. Ach komm.
Mist, mir sind die billigen Witze ausgegangen. Gut, dann haben wir die nämlich hinter uns. Da ist überall nichts. Na gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir weiterkommen. Ist ja auch nicht so besonders toll. Also ich hätte mir jetzt eigentlich ein bisschen was anderes gewünscht. Gerade in den Zeiten von, von MeToo und so weiter und so fort. Muss das eigentlich nicht sein. Sind wir im Kreditbüro? Was? 3000%? Hackt's dem? Da ist ein Kanaldeckel. Ist da was? Er sieht sehr schwer aus. Können wir den mit dem Baser den... Das funktioniert so nicht. Ein Versuch war es wert. So, wer ist denn das? Das ist ein Clown. Ein trauriger Clown. Na, mal gucken. Ein dicker, langweiliger Clown. Wenn du, na, ich würde eher sagen, der ist traurig. Naja, mal gucken. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Also, du bist ein Clown, ja? Möchtest du einen Witz hören? Einen versauten, den ich noch nicht kenne? Vielleicht, Oh, dann halt das hier. Oh mein Gott, ja, okay, das waren die 80er, Entschuldigung. Ich bin hier für die dummen Sprüche verantwortlich, Kumpel. Oh, bitte lass ihn nicht dir erzählen. Ich muss einfach jemandem meine neuen Witze erzählen. Na gut, schieß los. Okay, also, was ist gelb und hüpft auf der Wiese? Oh, das ist schön. Ein Postfrosch? Du kanntest ihn schon? Der ist doch uralt. Na schön. Ich weiß noch einen. Wie viele Spieler hat das Intel-Fußballteam? Okay. Tja, dann nehmen wir doch mal das hier. Voll DOS-kompatibel gibt's ja eigentlich schon fast gar nichts mehr. Gar keine. Da es nicht voll DOS-kompatibel wäre. 10,9997. 10,9997? Sie haben es mit Ihrem neuesten Prozessor ausgerechnet. 10,9997. Verstehst du nicht? Hoffentlich nimmt uns diesen Witz niemand übel. Warte, kennst du die Geschichte mit der Butter? Nein, ich glaube nicht. Erzähl sie mir. Besser nicht, du könntest sie verbreiten. Oh je, Mini. Oh, ich kann nicht glauben, dass ich auf den reingefallen bin. Nun, was denkst du? Du hast ein Riesenproblem, Kumpel. Diese Witze sind noch älter als die von Otto. Oh, nun, ich bin sowieso fertig. Nimm's leicht, bleib unerreicht. Man kann im Leben nicht nur gewinnen. Oh, das sind weise Worte, oh mein Gott. Aber man kann aus seinen Fehlern lernen. Oh, die sieht ja nett aus. Und da mal den Postfrosch mit, die hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Da ist eine Tür und ein Zertifikat. Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Ich will mir das Zertifikat angucken, Oh, das ist doch immer wichtig, ja? Ich weiß nicht. Haben Sie zufällig eine Dose Badful? Ich fürchte nein, mein Herr. Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein? Nun, Mama, das hier. Was genau ist das hier? Dies ist das Kreditbüro GL Tai & Co. Einige der Gerüchte über uns sind übrigens stark übertrieben.
Aber sie sind wahr, so wie ich das sehe. Okay, welche Gerüchte, genau. Welche Gerüchte? Die meisten sind übertrieben, wie gesagt. Vor allem diese über die Möller-Familie in der 74. Sind Sie an einem Kredit interessiert? Was war denn mit denen? Fangen wir doch mal hier an. Welche Kreditarten bieten Sie denn an? Nun, da wäre zum einen der traditionelle Geld- oder Lebenkredit. Dann haben wir den verwandten Überraschungskredit. Außerdem gibt es noch den medizinische Experimente-Kredit und den Sklaverei-Option-Kredit. Natürlich können wir auf Wunsch auch einen Mischkredit gewähren. Na, das klingt doch alles sehr verlockend. Fangen wir doch mal an. Was genau ist der Geld- oder Lebenkredit? Das ist unser Standardkredit. Wir leihen Ihnen 2000 Goldstücke und falls Sie sie nicht zurückzahlen können, verkaufen wir die wertvollsten Organe Ihres Körpers an Krankenhäuser. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Okay. Ja, dann machen wir doch einfach mal, was ist der nächste? Wie ist der Verwandtenüberraschungskredit? Nun, er läuft ähnlich wie der Geld- oder Lebenkredit. Nur müssen bei diesem Ihre Verwandten für Ihre Schulden aufkommen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Das ist ja nett. Ich nehme Kredit auf für jemand anders. Na gut, was nehmen wir denn dann als nächstes? Wie wär's mit dem medizinische Experimente-Kredit? Sollten Sie das Geld nicht zurückzahlen können, dann haben wir das Recht, an Ihrem Körper kosmetische Testoperationen durchzuführen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Aha. Ich wollte schon immer mal so eine zweite Nase haben. Nee, muss nicht sein. Oh ja, genau, den haben wir noch gar nicht. Wie sind die Konditionen des Sklaverei-Option-Kredits? Die Option beinhaltet, dass wir sie als Sklaven verkaufen dürfen. Sollten Sie das Geld nicht zurückzahlen können, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, ja, was nehmen wir denn? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt... Müssen wir nochmal nachdenken? Oder gucken wir mal, was... Wir sind eigentlich eh schon so gut wie weg. Ach, Verwandte haben wir ja eh keine, also... Ich nehme den Verwandten-Überraschung-Kredit. Kein Problem, mein Herr. Sie müssen aber noch bei unserem Boss vorsprechen. Sie können in sein Büro, sobald Sie soweit sind. Mhm. Okay, was haben Sie jetzt für ein Zertifikat? Das wollte ich mir noch angucken. Das ist Ihnen für gute Kundenbetreuung verliehen worden. Aha. Ja, mir habe ich das Gefühl, dass die Kundenbetreuung so toll gar nicht sein kann. Naja. Der sieht aus wie, ups. Wie Crew. Ah, Herr... Sorcerer. Herr Sorcerer. Einen Augenblick bitte. Ich muss gerade einen Versäumnisfall klären. Nun, Herr Sorcerer, was kann ich für Sie tun? Oh, ja, erstmal die wichtige Frage. Wo endet dieses Rohr? In der, Abteilung Eintreibung von Außenständen. Sie besteht in erster Linie aus einem Katapult auf... Sie zerstören die Häuser von Leuten, die ihre Zinsen nicht bezahlen können? Nun, Sie wissen ja, wie das mit diesen Vertragsklauseln ist. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Oh ja. Wenn ich Sie sehe, fallen mir sofort ein Dutzend Toupet-Witze ein. Und wenn ich dich sehe, glaube ich nicht, dass es einen dritten Teil geben wird. Nun, kann ich also etwas für Sie tun? Okay, ich mache eine gesponserte... Ja, Sponsoren. Ich mache eine gesponserte... Sponsorensuche. Und was genau soll das sein? Ich werde gesponsert, um Sponsoren zu finden. Wir verleihen hier Geld. Wir verschenken es nicht. Es ist für die Stiftung Pensionierter Grafik Adventure Stars. Und wenn es für die Stiftung Hungernder Spieleprogrammierer wäre, nein. Kann ich nun etwas für Sie tun oder nicht?
Ja, wir waren mit. Was war mit dem verwandten Überraschungskredit und so? Ich bin an einem verwandten Überraschungskredit interessiert. Einen Moment bitte. Ich muss nur das Antragsformular suchen. Da ist eine Ablage, okay, die müssen wir uns mal angucken. Die Leute, deren Namen in dieser Ablage auftauchen, scheint nichts Gutes zu erwarten. Irgendwie scheine ich es momentan verlegt zu haben. Wird es Ihnen etwas ausmachen, später noch einmal wiederzukommen? Null Problemo! Aha! Okay, dann weiß ich schon mal so grob, was wir hier machen müssen. Die Kanone auf dem Dach sieht man gar nicht. Oh, da ist noch ein Schild. Das müssen wir uns natürlich angucken. Hallo. Das ist das Kreditbüro der Firma G. Eldhai & Co. Tja. Sodle. Gut. Das heißt, wir müssen irgendeinen Zettel mit dem Namen von irgendjemandem finden, den wir nicht leiden können. Na toll. Das wird ja immer besser. So, der Rathausplatz. Guck mal doch mal, was wir hier finden. Tänzer, Tänzer, Türen, die es nicht gibt. Noch mehr Tänzer. Gehen wir mal weiter. Oh, das ist ein Akkordeonspieler. Ein gutes Beispiel für Überbevölkerung. Aha. Sie sind wirklich traurige Tänzer. Mag jemand reden von euch? Hallo Jungs, könnt ihr nicht mal etwas Fröhlicheres vortragen? Vielleicht sind sie stumm. Ich denke, ich werde eine Minute zuschauen. Ja, aber so viel Zeit habe ich jetzt gar nicht mehr. Simon, ich würde gerne weiterspielen. Simon? Simon! Oh. Das war's dann. Wie sollen wir nun weiterüben? Wir haben alle unsere Stäbe verbraucht. Tut mir leid, Malcolm. Macht erst mal Pause. Ich versuche derweil, einen neuen Stab aufzutreiben. Ich hätte da was Passendes dabei, glaube ich. Liegt eigentlich das Ding jetzt hier hinten irgendwo? Kann man das einsacken? Nö. Hey, ich hätte vielleicht was Tolles für dich, mein Freund. Mr. Akkordeon? Sag mal, habt ihr eigentlich nichts Besseres zu tun? Guten Tag, mein Freund. Du kannst dir diese Höflichkeitsfloskeln sparen. Du hast nicht zufällig einen Stab für uns, mein Freund? Nein, habe ich nicht. Und wenn, dann würde ich ihn euch bestimmt nicht geben. Das ist nett von dir. Vielen Dank. Zum Geier, kann dich denn überhaupt nichts beleidigen? Bist du so traurig? Auf Wiedersehen, mein Freund. Ich habe keine Geduld mit traurigen Tänzern. Ja, aber ich kenne das, wenn einem dann einfach mal so der Stock in der Hand in zwei Teile bricht. Auch schon erlebt. So, mal schauen, ob der Baseballschläger was hat. Guck mal da. Was meinst du? Gute Idee. Die sind viel zu blöd, um den Unterschied zu merken. Entschuldigung, könnt ihr das hier vielleicht gebrauchen? Nee. Oh, danke schön, mein Freund. Hey Jungs, wir haben einen neuen Stab. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. So. Und was kommt jetzt? Das wird ein klassischer Knockout. Okay, meine Freunde. Lasst uns beginnen. So, selbe Spaß nochmal. Jetzt müssen wir uns das wieder so lange angucken. Und jetzt?
Oh, ich hab doch den Timer drinne. Oh. Okay, den hat's erwischt. Oje, der ist schachmatt. Sir. Jetzt müssen wir schon wieder ein Werbeplakat aufhängen. Es sind bestimmt nicht mehr allzu viele Tanzlehrer übrig in dieser Stadt. Tanzus interruptus. Endlich ist Schluss mit diesem Krach. Toll. So, da mein Akkordeonspieler, den Baseballschläger. Hallo, Akkordeonspieler. Er ist momentan leider etwas bewusstlos. Toll. Bringt mir das was? Gar nichts. So, und ihr Leute? Ich könnte mir nichts Langweiligeres vorstellen. So, die brauchen jemand Neues, der Musik macht. Ja, toll. Was bringt mir das jetzt? Naja, wir werden's rausfinden. So, und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ja, und ich habe vergessen dann vorhin meinen iPod, ja, den ich zum Zeitmessen benutze. So ein richtig altes Ding, ich glaube noch erste Generation. Aber er tut es, was er tun soll, muss man dazu sagen. Ja, damit habe ich vergessen, den Ton auszumachen. Das gibt's doch auch nicht. Na, egal. Ja. Okay, dann werden wir an dieser Stelle dann in der nächsten Folge weitermachen und mal gucken, ob wir hier jetzt noch ein paar andere Sachen hinbekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!